Servus miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subsistence. Weiter geht's in der Unterwasserhöhle, da sind wir ja auch beim letzten Mal stehen geblieben. Und mit ein bisschen Glück können wir heute sogar noch ein paar Kristalle dran schaffen. Wäre auf alle Fälle wünschenswert. Aktuell haben wir ja 28 mal Kristalle jetzt gesammelt. Und ich würde mal behaupten, da geht noch ein bisschen was. Damit sich der Besuch hier auch rentiert hat. Hat er sich zwar jetzt eigentlich auch schon, aber ich sag mal so, wenn wir unseren Vorrat noch weiter aufstocken können, warum nicht? So, da hätten wir noch Asche, sehr schön, nehmen wir gleich mal mit. Und hier glaube ich, genau, war auch ein Kristall, sehr schön. Den schnappen wir uns natürlich auch gleich. Ist ja selbstverständlich. Wunderbar. Viermal Kristallerz. So kann es weitergehen. Da haben wir nichts, okay. Leider auch nichts. Nee. Keine Kristalle zu sehen. Ich könnte eigentlich mein Revolver gleich mal wieder durchladen. Für den Fall der Fälle. Sicher ist sicher. Nee. Nichts zu sehen. Nicht mal Kohle. Was schon ungewöhnlich. Oh, da fliegt schon wieder irgendwo was. Huiuiui. Da bin ich jetzt kurzzeitig erschrocken. Aber wir haben es geschafft. Die Fledermaus ist Geschichte. Und das ist das Wichtigste. So, ich habe doch noch, genau, eine Axt dabei. Ob ich da jetzt das ganze Zeug noch unterbringe? Naja, wird sich zeigen. Ah ja, funktioniert sogar. Sehr schön. So, gleich mal wieder Hände waschen. Sonst vergesse ich das. Und weiter geht's. Da hinten vielleicht noch ein bisschen was zum Abbauen. Ne, schaut nicht danach aus. Gut, dann halt nicht. Dann schauen wir mal, wie es hier so ausschaut. Halt. Hier war ich ja vorher. Okay, jetzt bin ich mal mächtig im Kreis gelaufen. Da brauche ich mich nicht wundern, wenn wir nichts finden. So, auf ein neues. Dacht mir schon, das kommt dir doch alles so bekannt vor. Da warst du doch schon mal. Jetzt weiß ich auch warum. So, ich habe keine Ausdauer mehr. Aber wir haben ja noch die hier dabei. Die Getränke. Sehr gut. Weiter geht's. Normalerweise sollten da auch noch irgendwo Jäger sein. Genau, da vorne. Okay. Gut, dann gehen wir da mal nicht in die Nähe. Die Kohle nehmen wir allerdings noch mit. Weil allzu viele Patronen habe ich blöderweise nicht mehr dabei. So, jetzt. Kristalle gibt es ja anscheinend auch keine mehr. Ne, ich glaube, wir haben echt so ziemlich alles mitgenommen, was ging. Dann würde ich fast vorschlagen, dass wir jetzt die Heimreise antreten, weil es bringt ja nichts, hier Wurzeln zu schlagen in der Höhle. Wenn es nichts mehr zu holen gibt, dann verschwinden wir. So, aber natürlich
noch das Tauchgeschirr ausrüsten. Ansonsten wird es ein bisschen brenzlig da unten. So, nix wie raus hier. Einmal hier hoch. Durch den Tunnel. Dann sind wir eigentlich auch schon so gut wie draußen. Ah, da gibt es noch Seegras, sehr schön. Nehmen wir gleich mal mit. Anscheinend haben wir es auch ganz gut erwischt. Von der Tageszeit scheint hell zu sein. Dann müssen wir nicht im Dunkeln nach Hause laufen. Bin sowieso mal gespannt, wie jetzt die Basis gleich ausschaut, weil beim letzten Mal haben sich die Jäger ja alles andere als ruhig verhalten. So, sehr schön, wir haben es geschafft. Wo steht die Sonne? Sehe ich sie gar nicht. Ah, okay, Mittag ist es. Alles klar. Na dann, ab nach Hause. Und gleich mal das Zeug loswerden. Weil im Rucksack hat leider nichts mehr Platz. Auch wenn ich noch gern weiter looten würde, aber geht ja leider nicht mit einem vollen Inventar. Sicher ist sicher. Lieber die Pistole ausrüsten als die Spitzhacke. Damit kann man nicht im Zweifel nicht viel ausrichten. Wobei, mir fällt noch was ein. Perlen bräuchte ich eigentlich auch, oder? Hätten wir bisher eine gesammelt. Wenn wir schon mal hier sind und es eigentlich noch hell ist, würde sich's ja eigentlich anbieten, dass wir zumindest noch ein paar Perlen mitnehmen. Sofern es da welche in der direkten Nähe gibt. Hier anscheinend nicht. Wahrscheinlich sind die ganz unten. Aber ganz runtertauchen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ein Bär. Da haben wir noch Metallschrott, sehr schön. Wolf ist auch noch einer da, super. Die haben mir da unten in der Höhle gar nicht gefehlt. Absolut nicht und die Jäger auch noch. Ja super, ab ins Wasser. Mann, oh Mann. Da draußen ist er. Puh, nochmal Glück gehabt. Ist zwar nur einer, aber das Problem ist, ich habe halt noch das Tauchgeschirr an. Aber gut, das könnte man ändern. Lebenspunkte, die sind voll. Und stimmt, von hier drinnen ist er doch eigentlich leichte Beute, oder? Weil anscheinend checkt er das nicht so wirklich. Ja, treffen sollte ich halt. Gar nicht so leicht, wenn der da rumrennt wie ein Wahnsinniger. Nee. Na, sag mal. Okay, gut. Jetzt machen wir es anders. Habe ich noch Schrotpatronen dabei? Ja, 4 Stück. Dann rüsten wir das noch aus. Und dann geht's nach draußen. Ah, okay, kommt noch einer. Ah, der lebt immer noch. So, der bekommt gleich mal eine Ladung ab. Einfach rein ins Gehölz. Oder ins Gebüsch, besser gesagt. So, beide tot. Nee, noch nicht. Na komm, halt dich still. So, sehr gut. Mann, Mann, Mann. Das hätten wir. So, was haben Sie Schönes für uns?
Zahnräder. Ich hoffe, das Zeug bringe ich noch alles unter. Okay, gut. Glück gehabt. Sehr schön. Einwandfrei. So, die müssen da aber doch irgendwo ihr Lager gehabt haben, oder? Aber ein Lagerfeuer sehe ich ja nicht. Da ist noch einer. Eieiei. Medikit. Einmal erwischt. Zweimal. Nee, so nicht. Aber jetzt. Jetzt haben wir ihn ins Jenseits befördert. So, sehr gut. Das gibt allerdings wieder mal einen Racheangriff. So viel steht schon mal fest. Ah ja, und da ist auch das Lagerfeuer. Na dann, gibt's auch gleich mal was zu beißen. So, ein Karnickel ist da noch drauf. Sehr schön. Die Jäger brauchen es eh nicht mehr. Umso besser. So, das nehmen wir mit. Das kommt hier unten hin. Da müssen wir uns nur noch kurz gedulden, bis das hier soweit verzehrfertig ist. In der Zwischenzeit schaue ich mal ganz kurz, ob es hier noch Perlen gibt. Da drüben sehe ich eine Muschel. Hier sehe ich keine Muschel. Nun gut. Dann nehmen wir zumindest die eine hier mit. Und natürlich auch noch das Seegras. So, schnell zurück zum Fleisch. Bevor es verkokelt. Ah ja, perfekt. Wunderbar. So, ab nach Hause. Jetzt aber wirklich. Ohne Umwege. Nix wie raus hier aus dem Wasser. So, weiter geht's. Was haben wir denn hier noch Schönes? Eisenerz. Hat das noch Platz? Ja, schaut gut aus. Umso besser. Ui, da ist auch noch eine Tasche. Wunderbar. Weiter geht's. Nicht gut, gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Na super. Ich habe zwei Wölfe an mir kleben. Ah, da wäre noch eine Zwiebel gewesen. Aber gut, ist wurscht. So, schnell weiter. Okay, puh. Glück gehabt. So, dann wollen wir mal. Wollen wir mal gucken, was die Jäger alles kaputt gemacht haben. Ist irgendwo ein Loch in der Mauer? Ich hänge hier am Hühnerstall fest. Haben die eigentlich noch? Ah ja, die haben noch was zu fressen. Viel zwar nicht mehr, aber
Zumindest noch ein bisschen was. Ich glaube, da haben sie sich ein bisschen ausgetobt, kann es sein? Und hier auf alle Fälle auch. Wie schaut's unten aus? Uiuiui. Ui, ui. 75 Hitpoints hat die noch, die Mauer. Die hat noch 192. Ich glaube, das dürfen wir gleich mal ändern. Weil das Problem ist, wenn die in der Nacht wieder vorbeikommen, dann ist da auf einmal ein Loch in der Mauer drin. Und das brauche ich ehrlich gesagt nicht. Nicht wirklich. So, Licht an. Erstmal alles verstauen, was wir nicht brauchen. Sehr schön. Schaut das schon wieder ein bisschen aufgeräumter aus. Tauchflaschen. Haben wir nur noch zwei Stück? Ganz schön was weggegangen. Packen wir die erstmal hier rein. So, sehr schön. Dann brauchen wir das Zeug nimmer. Beziehungsweise... Ah, da haben wir eh noch Legierungsbleche. Cool, dann nehmen wir die gleich mal mit. Und irgendwo hatte ich auch mal einen Hammer, damit wir das aufwerten können. Dachte ich zumindest, dass ich da irgendwo mal einen gehabt habe. Wahrscheinlich bin ich schon fünfmal dran vorbeigelaufen. Okay, gut, aber dann können wir zumindest das Zeug hier gleich mal einsortieren, also so verkehrt ist es vielleicht gar nicht. Wir haben noch Perlen. Hä? Wo habe ich denn den Hammer hingelegt? Es gibt's ja nicht. Ja, spinne ich jetzt. What? Aber ich habe doch auch nicht dabei. Ach, wisst ihr was? Jetzt stelle ich mir einen her. Vielleicht habe ich ihn auch bei der zweiten Basis liegen gelassen. Das kann auch sein. Halt, Bretter brauchen wir ja. Dass ich ihn deswegen nicht finde. Vermutlich wird es das sein. Und unsere Fischreuse, stimmt. Wie geht's denn eigentlich der, die wir draußen noch platziert haben? Müssen wir auch gleich mal vorbeischauen. So, Hammer ist fertig. Dunkel wird es auch schon wieder. Wie geht's der Fischreuse? Ah, stimmt, ich habe ja nichts reingelegt. Ist ja nicht beködert. Bin ja auch ein Held. Da kann ich natürlich lang warten. Vergammeltes Fleisch oder eine Made bräuchten wir. Maden haben wir aber so keine mehr. Aber vergammeltes Fleisch können wir besorgen. Das ist das geringste Problem. Teil 1. Machen wir es mal so. Das wird dann mit der Zeit schlecht. Haben wir da hinten ein Licht? Haben wir auch nicht. Da wird es gleich zappenduster. Wollte ich eigentlich nicht. Wenn es nicht unbedingt sein muss. Können wir da eine Glühbirne noch bauen? Müsste doch eigentlich gehen, oder? Glühbirne. Halt, da ist sie eh schon. Elektrische Bauteile. Das machen wir mal eben, weil da hinten ist es sonst immer so dunkel. Und das muss ehrlich gesagt nicht sein. Ui, unser Strom ist sowieso dann voll, sehe ich gerade. Könnten wir eigentlich gleich mal den Fabrikator anwerfen. Zwischenzeitlich. So, perfekt. Dann wollen wir doch mal. Die packen wir jetzt einfach mal hier hin. Verschieben können wir sie ja dann immer noch. So, es wäre Licht. Wunderbar. Dann kann man auch was erkennen hier draußen. So, dann wollen wir doch mal die Mauer hier aufwerten.
Perfekt. Jetzt schaut es wieder nach was aus. So, die Mauer braucht noch nicht unbedingt so dringend repariert werden. Die da oben schaut auch noch einigermaßen gut aus. Die hier ist noch schlecht beieinander, aber die können wir auch noch aufwerten. Sehr schön. Wunderbar. Passt, sitzt, wackelt und hat Luft. So soll es sein. Jetzt wird es ein bisschen dunkel, nicht wundern. Und jetzt wird es wieder hell. Wie geht's euch? Uiuiui. Gar nicht gut. Absolut nicht gut. So, nur mal eben das hier wieder ausmachen. Strom sparen. Oh weia. Die Jäger kommen. So viel steht schon mal fest. Okay, den können wir noch ein bisschen laufen lassen. Wir haben noch. Wovon haben wir reichlich? Wir haben eigentlich gar nicht mehr so viel Gemüse. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Höchstens Zwiebeln. Könnte man noch ein paar nehmen. Für unser Geflügel. Und was zu trinken brauchen sie ja noch. Okay, haben wir das auch wieder. Sehr schön. 10 Eier haben sie schon zwischenzeitlich gelegt. Waren sie also richtig fleißig. Wobei ich da eh schon so viele habe. 81 Eier. So, wie schaut es mit dem Fleisch aus? Das braucht immer noch ein bisschen. Ich glaube, so lange können wir nicht mehr warten, oder? Andererseits, mir bleibt nichts anderes übrig, weil einen Köder habe ich keinen. Also eine Made meine ich damit natürlich. Das ist jetzt ein bisschen doof. Aber gut, hilft nicht. Dann sortieren wir zumindest zwischenzeitlich noch das Zeug ein. Okay. Oder wir machen es anders. Gewehrpatronen? Sicher nicht. Ja, auch nicht. Verdammt, wir haben nicht mal mehr Gewehrpatronen. Huiuiuiui, auch keine Schrotpatronen mehr. Okay, da darf ich mich also wieder ein bisschen zurückhalten in der nächsten Zeit, so wie es ausschaut. Mann, oh Mann. Nee, dann darf der Jäger da draußen ungestört weiterfischen. Ich könnte mir zwar jetzt schon wieder Patronen herstellen, aber wenn ich jetzt schon wieder zum Rumballern anfange, dann wird's ja nie was mit einem gesunden Munitionsvorrat. Das ist das große Problem. Von daher muss ich mich wohl oder übel bisher zurückhalten. Den alten Bogen braucht man gar nicht mehr. Warum habe ich den eigentlich noch dabei? Weiß der Teufel. So, Angel kommt auch weg. Und das Fleisch will heute nicht verfaulen. Heute ausnahmsweise nicht. Nun gut, dann nicht. Ja, ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Ich würde mich auf alle Fälle freuen. Macht's gut, bis dahin. Servus.